Willst du ernsthaft eine Kaufentscheidung von Äußerungen des oder der Mieterinnen abhängig machen? Es ist natürlich empfehlenswert, Immobilien vor dem Kauf innen und außen zu besichtigen, keine Frage. Dabei lernst du dann automatisch die MieterInnen kennen, die sich, gefragt oder ungefragt, zu ihrer Wohnung und zum Haus äußern. Habe ich gerade erst wieder erlebt. Und es gibt tatsächlich KäuferInnen, die sich davon massiv beeinflussen lassen, weil sie die Aussagen nicht richtig filtern. Und damit entgehen ihnen gute Kaufgelegenheiten, gute Immobilien und sie verlieren letztlich Geld. Damit dir das nicht passiert, schau dir dieses Video mit konkreten Tipps aus unserer Praxis bis zum Ende an. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ich begrüße dich wieder ganz herzlich hier auf dem YouTube-Channel der AMS Firmengruppe zum heutigen Video. Für uns ein ganz besonderes Video, weil wir wieder im alten Studio sind. Wir hatten ja einen Wasserschaden, durchs Dach ist Wasser hier ins Studio gelaufen und jetzt ist die Renovierung abgeschlossen. Wir fühlen uns sehr wohl. Wir haben auch ein bisschen aufgeräumt aus diesem Anlass und ja, freuen uns jetzt wieder von hier aus Videos für euch zu drehen. Auf das Thema dieses Videos bin ich gekommen, weil ich gerade erstaunt und kopfschüttelnd selbst erlebt habe, wie Mieter aussagen, die teilweise auch wirklich sachlich falsch sind und waren, Kaufverhandlungen in die völlig falsche Richtung gelenkt haben. Und dann habe ich noch eine WhatsApp bekommen, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat, also mein Fass persönlich. Eine Berliner Mieterorganisation, eine recht große, die nennt sich die Berliner Mietergemeinschaft, schreibt unter Tipps für MieterInnen Umgang mit Kauflustigen folgendes, ich zitiere. Wenn Ihre Wohnung oder Ihr Haus, damit ist jetzt hier der Mieter gemeint, nicht der Eigentümer. Also ihr ist zwar nicht ganz falsch, der Mieter ist ja der Besitzer, aber trotzdem eine recht eigenartige Formulierung. Also wenn ihre Wohnung oder ihr Haus verkauft oder versteigert werden soll und die Interessenten bei Ihnen auftauchen, allein die Wortwahl, so sollten Sie diesen kurz, aber unmissverständlich klar machen, dass Sie in Ihrer Wohnung bleiben wollen und Ihre Rechte kennen. Sie können den Besucher auch mit den Worten empfangen, ich freue mich, dass sich endlich jemand um die Mängel hier kümmern will. Es kann Ihnen auch niemand verwehren, so schreibt die Mieterorganisation, die Besucher in sachlicher Form auf die bestehenden Mängel von Haus und Wohnung hinzuweisen und Ihnen diese gleich anschaulich vor Augen zu führen. Soweit mal das Zitat. Jetzt habe ich natürlich nachdem ich das jetzt gelesen hatte, ich hatte das über WhatsApp bekommen, hatte ich dann auch besser verstanden, warum die MieterInnen gerade in Berlin so oft ungefragt völlig unqualifizierte Kommentare zum baulichen Zustand während der Besichtigung abgeben. Bei Terminen mit Kaufinteressenten, aber auch mit Bankgutachtern haben wir das schon öfter erlebt. Aktuell ist mir das wieder stark aufgefallen, weil ich gerade privat ein Mehrfamilienhaus in Berlin verkaufe bzw. verkauft habe, wenn dieses Video hier hochgeladen wird. Ich konnte aber bei den Besichtigungen nicht persönlich dabei sein. Hinterher haben mir die Interessenten gespiegelt, was meine MieterInnen so gesagt haben. Es hat mich dann einige Telefonate mit Interessenten gekostet, um die Fakten richtig darzustellen. Teilweise konnte ich nur unglaublich den Kopf schütteln, denn ich hatte mit den betreffenden langjährigen MieterInnen vorab telefoniert und eigentlich auch einige Dinge schon besprochen. Noch mehr habe ich mich gewundert, als ich nach den Besichtigungen bei den Mietern nachgefragt habe, warum solche Aussagen überhaupt getätigt wurden. Dazu gleich mehr. Das ist ganz spannend. Insofern fließen in diesem Beitrag meine frischen Erlebnisse mit ein. Um auf das Zitat der Berliner Mieterorganisation zurückzukommen, es geht weniger darum, was hier von der Berliner Mietergemeinschaft inhaltlich gesagt wird, wobei ich mich ehrlich gesagt schon darüber ärgere, was für ein Bild hier pauschal von Eigentümern und Vermietenden gezeichnet wird. Jeder seriöse Makler und jede Eigentümerin, und das ist die überwiegende Mehrheit am Markt, die seriös arbeiten, wird die Rechte von Mietenden nicht in Frage stellen, sondern diese auch vorher mit allen Beteiligten besprechen, also mit den Interessenten, aber auch den MieterInnen. Vor allem den Satz, ich freue mich, dass sich endlich mal jemand um die Mängel hier kümmern will, finde ich wirklich frech und unangemessen. Und diese Vorgehensweise hilft auch den MieterInnen nicht weiter, denn im Zweifel werden dadurch private Kaufinteressenten abgeschreckt. Profis lassen sich eher weniger abschrecken. Und diese Privaten, die hätten nach dem Kauf vielleicht investiert oder mit Sicherheit investiert und Mängel behoben. Also eine Strategie, die auch den Mietenden schadet. In diesem Video möchte ich vor allem Tipps geben, wie du als InvestorIn mit solchen und ähnlichen Mieteraussagen umgehst und wie du diese filterst, um nicht an guten Kaufgelegenheiten vorbeizulaufen und um solche Aussagen zu deinem Vorteil zu nutzen. Und am Ende gebe ich auch noch Empfehlungen für den Fall, dass du eine Immobilie veräußern möchtest und deine MieterInnen mit Interessenten besuchst.
Übrigens haben wir über dieses Thema tatsächlich noch kein Video auf unserem Channel hier gemacht. Wir haben extra mal nachgeschaut. Sehr erstaunlich, dass es nach über 270 Videos immer wieder neue Themen gibt. Und damit du zukünftig keines dieser Themen verpasst, lade ich dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und vor allem die Glocke zu aktivieren, sodass dir automatisch jedes neue Video angeboten wird. Wie gehst du also als Käuferin mit negativen Aussagen von Mietenden zum Objekt um? Aussagen wie, die Wohnung wird nie warm, das Haus ist nicht gedämmt, wir haben viel zu hohe Heizkosten, die Fenster sind alle undicht, überall zieht es oder die Fenster sind alle kaputt, wir haben überall Schimmel in der Wohnung oder im ganzen Haus ist Schimmel, da wird nichts gemacht oder der Keller ist nass, der Aufzug ist ständig kaputt, die Gegend ist richtig schlimm geworden, ständig werden Autos aufgebrochen und so weiter. Oder der Vermieter oder die Verwaltung machen hier nichts, das Haus ist so hellhörig, sie hören alles. Und es gibt auch viele ähnliche Aussagen, sicherlich hast du diese oder ähnliche auch schon gehört. Bezüglich der Reaktionen gibt es grundsätzlich zwei Käufertypen. Erfahrene Profis, die sich ihr eigenes Bild machen und sich nicht abschrecken lassen oder weniger abschrecken lassen, sondern negative Aussagen von Mietenden versuchen zu nutzen, um den Preis zu mindern. Die freuen sich letztlich über jede negative Aussage von MieterInnen und wollen diese auch nicht relativiert wissen, denn sie wissen, dass sich andere KäuferInnen damit abschrecken lassen und der Kreis der Kaufinteressenten kleiner wird. Und es gibt die, ich nenne sie mal, ohne das böse oder despektierlich zu meinen, ängstlicheren ErwerberInnen, in Anführungsstrichen, die durch solche negativen Äußerungen tatsächlich verschreckt werden und die Aussagen genau prüfen wollen oder vielleicht gar nicht mehr prüfen wollen, sondern gleich vom Objekt Abstand nehmen. Ich beziehe mich mit den folgenden Tipps hier im Beitrag auf diese zweite Gruppe. Selbst bei einem Mehrfamilienhaus in Berlin, das ich wie gesagt gerade verkaufe und das mehrere Millionen kostet, gehörten die Interessenten trotz des hohen Kaufvolumens zur ängstlichen Gruppe. Und dann ist da noch die dritte wichtige Gruppe, nämlich die Mietenden, die auch verunsichert sind, wenn es um den Verkauf geht und die durch solche Aussagen, wie sie zum Beispiel die eingangs zitierte Berliner Mietergemeinschaft macht, zusätzlich noch verunsichert werden. Sie hören dann von linken Politikern oder solchen Interessensvertretern ständig, dass es um ein Gegeneinander geht, statt um ein Miteinander von Vermietenden und Mietenden. Da werden Fronten teilweise künstlich aufgebaut und manche Mietende sind eben dadurch auch sehr verunsichert. Als erstes kannst du als Kaufinteressentin den Mietenden beruhigen, indem du gleich bei Eintritt in die Wohnung nochmal die rechtlichen Rahmenbedingungen wiederholst, dass das Mietverhältnis bei einem Verkauf unverändert fortgeführt wird und dass du dich als eventuelle neue Eigentümerin an alle gesetzlichen Regelungen hältst. In einigen Städten und Stadtteilen gibt es zusätzlich noch spezielle Regelungen, wie zum Beispiel in Milieuschutzgebieten etc. Die solltest du auf jeden Fall kennen, denn die unterschwellige und auch verständliche Angst und Sorge der MieterInnen ist immer, dass sie eventuell aus ihrer Wohnung raus müssen und oder die Miete so stark steigt, dass sie sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Daher ist die Strategie der MieterInnen dann, Kaufinteressenten mit negativen Aussagen zur Wohnung abzuschrecken. Das haben wir in der Praxis auch schon tausendfach erlebt und unsere Käufer darauf im Vorfeld vorbereitet. Wenn du wirklich nicht planst, irgendwann eine Kündigung wegen Eigenbedarf auszusprechen, natürlich innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen, kannst du auch das betonen. Unsere Erfahrung ist, dass die Kommentare zur Wohnung und zum Objekt dann auch schon sehr viel sachlicher ausfallen und auch Aussagen relativiert werden, sodass du dir als Interessentin dann ein besseres Bild machen kannst. Der zweite Tipp, um das Gespräch auf eine sachliche Ebene zu bringen, du kannst bei den entsprechenden Aussagen des Mietenden genau nachhaken und die MieterInnen zum Beispiel fragen, wann die Probleme das letzte Mal aufgetreten sind, wie sie das genau bemerkt haben, ob Fachleute oder Handwerker da waren, die sich das angeguckt und sich dazu geäußert haben. Bei hohen Heizkosten kannst du nach den absoluten Zahlen fragen und dann selbst beurteilen, ob diese im Vergleich zu hoch sind. Bei angeblichem Schimmel, eines meiner Lieblingsthemen, schaue ich mir immer die Gegebenheiten an. Das heißt, Lüftungsmöglichkeiten. Ich prüfe dann, wie Lüfter in innenliegenden Bädern funktionieren und frage den Mieter, wann die Lüfter das letzte Mal gewechselt wurden, also die Filter, besser gesagt. Ich vergleiche die Heizkosten, ob ausreichend geheizt wird. Ich schaue mir die Fensterbänke an. Wenn die mit Blumen etc. vollgestellt sind, kann kaum richtig gelüftet werden. Gerne frage ich die MieterInnen dann auch, ob sie die Luftfeuchtigkeit mit sogenannten Hygrometern kontrollieren und mache darauf aufmerksam, dass sie dem Eigentümer gegenüber für Schäden haften, die auf fehlerhafte Nutzung der Wohnung zurückzuführen sind. Im Gespräch mit den Mietenden bekommt man dann ganz schnell ein Gefühl dafür, wie diese mit dem wichtigen Thema Lüften, Heizen umgehen. Bei manchen bekomme ich dann das Gefühl, dass sie wirklich sensibilisiert sind, oft ist aber wenig oder keine Kenntnis über das Thema vorhanden und oder kein Wille erkennbar, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen.
Bei Fenstern kannst du das Alter der Fenster selbst prüfen. Das Baujahr ist bei modernen isolierverglasten Scheiben oder Fenstern zwischen den Scheiben eingeprägt. Auch Fragen, warum die MieterInnen denn überhaupt so lange in der Wohnung wohnen oder welche berufliche Qualifikationen, zum Beispiel als GutachterIn oder BauingenieurIn, sie denn hätten, um das so zu beurteilen, helfen manchmal weiter, wenn sonst kein konstruktives Gespräch zustande kommt. Soweit mal die Beispiele, wie du die sachlichen Inhalte von Mieteraussagen hinterfragen kannst. Und mit solchen Fragen kommst du oft verblüffenden Erklärungen auf die Spur, wie es zu derartigen Aussagen kommt. Die Reaktion zum Beispiel von meinen MieterInnen auf die Frage, warum sie denn solche teils auch völlig falschen Aussagen getroffen hätten, ich konnte wie gesagt bei den Besichtigungen nicht dabei sein, waren unter anderem: Wir wollen Sie ja als Vermieter behalten und keinen anderen Vermieter, wir kommen ja gut klar mit Ihnen. Oder: Was habe ich denn davon, dass Sie verkaufen? Oder: Der Interessent war mir sofort unsympathisch, der kam auch gleich mit einem großen SUV vorgefahren. Wirklich wahr, das sind Originalaussagen. Und es gibt noch viele weitere Erklärungen und Ängste, gerade von Mietern, die zum Beispiel nebenbei im Objekt als Hausmeister arbeiten, denn die haben oft Angst, das Nebeneinkommen zu verlieren. Fazit: Durch Nachfrage bekommst du einen Eindruck, ob es sich bei bestimmten Äußerungen um tatsächliche Probleme handelt oder nicht. Kommst du zu der Ansicht, dass wirklich bauliche Probleme vorliegen könnten, kannst du diese entweder mit deiner Erfahrung einkalkulieren oder einen Gutachter hinzuziehen, der das dann genauer untersucht und diagnostiziert und auch die Kosten für die Beseitigung beziffert. Dafür ist es natürlich gut, wenn du vorher schon 2 bis 3 Gutachter in deinem Netzwerk hast, die dann zeitnah kommen, damit du schneller bist als alle anderen. Zum Beispiel einen, der auf Durchfeuchtung und Schimmel spezialisiert ist, und einen für allgemeine bauliche Fragen. Wichtig ist hier, möglichst vorzubeugen, dass der Verkäufer oder Makler nicht an jemand anderen verkauft, der weniger kritisch prüft. In so einer Situation mache ich der Verkäuferseite immer deutlich, dass diese die Mängel ja jetzt kennen und die Mängel deshalb auch anderen Interessenten nicht verschweigen dürfen. Sonst könnten Schadensersatzansprüche drohen. So müsste letztlich jeder Interessent stärker in die Prüfung einsteigen und braucht mehr Zeit. Ein weiterer Tipp in diesem Zusammenhang: Weil Gutachter Geld und Zeit kosten, ist das jetzt für dich die Gelegenheit, eine Exklusivität für 2 bis 3 Wochen zu vereinbaren, um die technische Prüfung zu Ende zu bringen. Wie schon zu Anfang angedeutet, sind solche Äußerungen von MieterInnen für uns als Kaufinteressenten auch immer Chancen. Zum Beispiel dadurch, dass sich der Kreis der Kaufinteressenten einschränkt. Ich sage dann immer zu MieterInnen: Ich hoffe, das alles, was Sie mir jetzt erzählt haben, erzählen Sie auch jedem anderen Kaufinteressenten. Dabei merkt dann der Verkäufer oder Makler, dass sie oder er die Probleme auch bei jeder weiteren Besichtigung haben wird. Und diese Aussagen bieten natürlich auch eine sehr gute Chance, über den Kaufpreis zu verhandeln. Es gibt MieterInnen, die den Verkäufer richtig Geld kosten. Oft sind es gerade die, die vom Vermietenden jahrelang mit einer relativ niedrigen Miete beschenkt wurden, weil gerade denen mit einem neuen Vermieter Mieterhöhungen drohen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es echte Loyalität oder Dankbarkeit bei den allermeisten MieterInnen nicht gibt und es sich nicht lohnt, aus diesem Grund Mieten eben nicht zu erhöhen oder ähnliche Kompromisse zu finden mit den Mietern. Wechseln wir nun noch die Perspektive zur Verkäuferseite. Wie verhinderst du als EigentümerIn, die oder der verkaufen will, dass dich deine MieterInnen Geld kosten? Die Lösung kann nicht sein, einem Kaufinteressenten nur das Objekt von außen und das Treppenhaus zu zeigen. Ich habe das zwar selbst schon erlebt und auch schon Objekte ohne Innenbesichtigungen gekauft, aber als Profi habe ich dann Sicherheitsabschläge einkalkuliert. Das willst du als Verkäufer ja nicht. Du willst den besten Kaufpreis erzielen für dein Objekt. Dazu wirkt es auch leicht unseriös und schränkt den Kreis der Interessenten ein, wenn du keine Innenbesichtigungen ermöglichst. Der erste Tipp für dich als Verkäuferin, auch hier, ist, vorab mit deinen MieterInnen zu sprechen und den Verkaufsprozess und auch ihre Rechte zu erklären. Du kannst gar nicht oft genug betonen, dass das Mietverhältnis auch nach einem Verkauf unverändert weiter bestehen bleibt und keine Gefahr droht, die Wohnung zu verlieren. Indem du also sachlich das erklärst, was auch von den Mietervereinen teilweise mit Unterton von Klassenkampf publiziert wird. Bei einzelnen Wohnungen ist es kein Problem, das Kaufobjekt innen zu besichtigen, aber bei einem Mehrfamilienhaus ist es zeitlich schwierig bzw. aufwendig, mit allen MieterInnen vorab zu sprechen. Du könntest mit einigen sprechen, zum Beispiel mit denen, die als Hausmeister im Objekt tätig sind und auch mit denen, bei denen du besichtigen möchtest. Du kannst deinen MieterInnen dabei natürlich nicht vorschreiben, was sie sagen sollen. Das würde auch völlig falsch rüberkommen. Aber im Vorabgespräch kannst du nachfragen, ob es Dinge gibt, die in der Wohnung nicht funktionieren,
Das kannst du schon machen. Und dann eben darum bitten, genau das den Kaufinteressenten auch mitzuteilen. Und darum bitten, Geschichten, die es früher mal gab, eventuell noch bei Vorbesitzern oder während der Bauphase, wenn es um Erstmieter geht oder Sanierung, habe ich alles erlebt, einfach wegzulassen, da sie aktuell eben überhaupt nicht mehr relevant sind. Dem Hausmeister kannst du versichern, dass du im Zweifel den Käufer präferierst und nimmst, der sie oder ihn als Hausmeister übernimmt. Wichtig ist bei solchen Gesprächen, wie generell bei Verhandlungen immer, dich in die Lage deines Gegenüber zu versetzen und über die Vorteile des anderen nachzudenken und diese zu betonen. Was haben deine MieterInnen davon, dass sie konstruktiv an einem solchen Prozess mitwirken? Und das ist sicherlich nicht nur eine kleine Aufwandsentschädigung, wenn du häufiger Interessenten durchschleust. Schließlich muss deine MieterInnen auch jedes Mal anwesend sein, die Wohnung aufräumen und so weiter. Das ist schon etwas mühselig. Diese ausführlichen Vorabgespräche habe ich, das muss ich selbstkritisch sagen, bei meinem eigenen Verkauf jetzt unterschätzt und auch aufgrund der Entfernung nicht ausreichend geführt. Nur Telefonate, das hat in diesem Fall halt nicht gereicht. Der zweite wichtige Tipp für dich im Verkaufsfall ist, Kaufinteressenten nicht einfach unvorbereitet in solche Besichtigungen laufen zu lassen. Wir bei der AMS Firmengruppe bereiten unsere Mandanten immer vorab auf die Situation vor und erläutern, welche Ängste und Sorgen Mietende in der Kaufsituation haben, also wenn die Wohnung verkauft wird. Damit unsere Kaufinteressenten eventuelle Reaktionen richtig filtern und auffassen können. Dazu sprechen wir auch offen über den Zustand der Wohnung, eventuelle Probleme in der Wohnung, auch in der Vergangenheit, und geben einen kurzen Überblick zum Mietenden, eine kurze Info. Da unsere Interessenten von uns vorher fundierte Informationen bekommen, im Fall von Eigentümergemeinschaften auch die Protokolle, aber auch Gutachten im Einzelfall und weitere Infos, können sie Aussagen zum baulichen Zustand und zu angeblichen Baumängeln von Bewohnern, die keine Gutachter oder Sachverständige sind, besser einordnen. Unsere Mandanten wissen dann auch, dass sie von sich aus sofort, wie vorhin beschrieben, deutlich machen, dass die Mietenden in der Wohnung bleiben können. Ein weiterer wichtiger Tipp: Lass die Interessenten nicht allein zu den Mietenden gehen. Manche Profikäufer sind extra früher da, manchmal sogar eine halbe Stunde, und klingeln dann schon mal beim Mieter. Dann entsteht oft eine Kommunikation zwischen MieterInnen und Interessenten, die nicht zielführend ist, weil Sender und Empfänger sich nicht verstehen. Die Intention des Interessenten ist, möglichst schnell irgendwelche Mängel zu finden. Die Reaktion des Mieters in so einer Stresssituation kann nicht abgeschätzt und eingeschätzt werden. Wie ich anfangs schon sagte, O-Ton meines Mieters, der war mir sofort unsympathisch, den wollte ich nicht als Vermieter. Deshalb verabrede dich ausdrücklich vor der Tür, briefe deinen MieterInnen entsprechend und sei selbst auch 20 bis 30 Minuten vorher da, dann wirst du nicht überrascht. Alles, damit du dein Objekt nicht wegen falscher Kommunikation unter Wert verkaufst. So, jetzt ist das Video doch wieder etwas länger geworden, aber da wir das Thema noch nicht hatten, hoffe ich, dass es ausreichend ausführlich war für dich. Wenn dir die Tipps gefallen haben und du den einen oder anderen Aspekt mitnimmst, dann freuen wir uns über dein Like und der YouTube-Algorithmus freut sich auch. Und wenn du sehen willst, wie Besichtigungen vor Ort stattfinden und welche Sanierungen wir so vorantreiben, dann folge uns auch gern auf Facebook und Instagram. Im Abspann haben wir wieder zwei Videos für dich verlinkt. Im ersten Video geht es auch um einen Termin bei MieterInnen, aber dieses Mal dein erster Termin als neue EigentümerIn bei deiner MieterIn. Dabei kannst du schon die richtigen Weichen für ein konstruktives Miteinander stellen. Der Titel lautet Dein erstes Mal mit dem Mieter. Und beim zweiten Video geht es mehr um das Thema Immobilienstrategie anhand von Zahlen, Bestandsaufbau oder Schnelltilgen. Schau dir die Zahlen an. Ich bedanke mich bei dir wieder fürs Zuschauen und Zuhören, wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit, und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Heiko Kleschewski.